Oh je, das war wieder mal eine Nacht. Aber nach dem Aufwachen wurde wieder klar, welche Selbstgenuss, Freude, Energien, welchen hinausgezögerten und nicht gleich abgeführten Ein- und Ausstülpungs-, Ein- und Ausführungsakten, Entfremdungs-, Enteignungsvorgängen zu dienen haben, da sie deren Richtungspfad vorgeben, sich auf diesem Lustschleimpfad, dem lustig glitschigen, wie auf Schlittschuh, Eisbahnen vorwärts bewegen zu sollen. Betreffend die drei Sphinkter-Orte hauptsächlich, den vierten des Auges haben wir ausgelassen, der Ein- und der Ausfuhr alles endozitierten, endozitierenden und wieder auszuscheidenden Bienen.